Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3 hier auf dem Friedhof. So, die Grabräuber, die haben wir ja hier niedergestreckt. Wo geht's da unten noch hin? Man weiß es nicht. Nirgendwo hin. Ist einfach nur so da. Wir könnten natürlich hier die Gräber uns alle hier angucken. Und hier uns Sachen mitnehmen. Okay. Ich wollte zwar nicht ein Kupfer-Nickel-Klumpen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das schon kennen. Kupfer und Nickel kommt mir jetzt so irgendwie... unbekannt vor. Hier findest du keine Arbeit. Jedenfalls keine bezahlte. Ja, aber was macht ihr denn da? Ja, vielleicht kommen wir später nochmal dahin. Jetzt habe ich hier irgendwelche Färbemittel gefunden. Jetzt habe ich irgendwie wieder Bock, hier doch alles zu looten. Ich wollte eigentlich gar nicht. Geht's denn hier hin? Okay, das können wir gebrauchen. Auch das nehme ich gerne mit. Die Toten brauchen es ja eh nicht mehr. Wo geht's hier lang? Abgeschlossen, okay. Na gut. Ja, hier geht's überall noch irgendwo rein, aber ich würde gerne zuerst noch mal hier nach draußen. Wo ging es denn hier nach oben? Hier. So. Das heißt, wir meditieren einmal. Bis 11? Nee. Hier bis 0 Uhr. So. Da wird hier Supi meditiert. Hier ist keine Sau. Verdammt, da kämpft schon wieder jemand. Der Krach kommt aus den Katakomben. Okay, das klang aber irgendwie... Von hier kommt also der Krach. Echt komisch. Nein. Keiner da. Komisch. Nach einem Gruftweib-Lager sieht das auch nicht aus. Ja, aber hier sind irgendwelche Sachen. So. Machen wir erstmal hier Licht. So. Was ist das denn jetzt hier? Ziemlich neu. Die Beerdigung kann nicht lange her sein. Mhm. Louis de Corentin. Gestorben am Sankt Soatan-Tag. Hm. Die Geräusche haben genau dann angefangen. Wäh? Hm. Gold. Also keine Grabräuber. Gold hätten sie nicht zurückgelassen. Die Statue ist verdächtig. Die wird unter Garantie lebendig. Hier ruht Margot de Corentin. So, Moment, hier machen wir auch mal Licht. Blub. Zerschlagen. Hat wohl jemand gegen die Wand geworfen. Keine Monster, keine Grabräuber. Nur etwas Unordnung. Vielleicht ist das doch nicht der Ort. Seltsam. Du
Du wirst nicht lebendig. Behalte dich im Auge. Der Krach kommt eindeutig aus diesem Grab. Unmöglich. Also doch wieder zurück. Sie sind echt sehr befremdliche Geräusche. Da stimmt was nicht. Ich sollte mich verstecken und abwarten. Versteck dich? Ach da. Du willst den ganzen Tag nur rumliegen und mit diesen Karten rumspielen. Wie ein Zwerg. Ekelhaft. Pfui. Oh ja, viel besser als an Majorans Tempeltür zu stehen und von früh bis spät zu beten. Das ist der Dank. Ich habe für dich gebetet, dass du das Joch der Spielsucht loswirst. Na, hat ja prima geklappt. Offenbar sind die Götter dein Genörgel auch leid. Hey, was machst du denn hier? Das ist ein Privatgespräch. Ein Ticken leiser? Würdet ihr bitte etwas leiser sein? Die Nachbarn beschweren sich. Nachbarn? Wir sind doch alle tot. Ich kenne deinen Namen nicht, aber du musst mir helfen. Ich weigere mich, die Ewigkeit an der Seite dieses Heiden zu verbringen. Entferne ihn sofort aus meiner Krypta. Immer langsam. Wo liegt das Problem? Das ist meine Krypta. Und diese fromme Schreckschraube hört auch im Tode nicht auf zu zetern. Eine Ewigkeit voller Genörgel. Welch Elend. Ich war eine verblendete Idiotin, ihn zu ehelichen. Er ist ein Sklave des Kartenspiels, der sein eigenes Kind bei einer Runde Gwint verwetten würde. Das war nur einmal, verflucht! Es war ein Scherz! Wie oft soll ich das noch sagen? Und wer hat unser Vermögen in eine blöde Majoran-Statue versenkt? Ein frommes Werk wollte ich tun. Der unsterbliche Prophet hätte dieses Land von Blasphemie und Spielsucht erlöst. Wie hätte ich wissen sollen, dass es ein Betrug war? Ja, hätte dich nur jemand gewarnt. Rund 500 Mal. Ruhe! Mund halten! Alle beide! Naja, also, bis dass der Tod euch scheidet, hilft hier nicht. Ja, wem gehört denn jetzt hier die Krypta? Wessen rechtmäßiges Eigentum ist denn die Krypta? Wahrscheinlich beiden. Das fragst du? Sie gehört meiner Familie, den De Corentins. Hast du denn gar keine Bildung? Mag sein, aber es war meine Mitgift, mit der sie von deinen Gläubigern zurückgekauft wurde. Mhm. Hör zu, wenn hier jemals Frieden einkehren soll, muss einer von euch gehen. Einen muss ich rauswerfen. Ja, nimm ihn. Tu es und ich... Ich sage dir, wo ich seine besten Gwindkarten versteckt habe. Was? Wusste ich es doch, dass du das warst. Und jetzt wirfst du mich aus meiner Krypta und bezahlst noch mit meinen Karten dafür? Verdammt nochmal! Hätte ich diese Karten beim Turnier in Belhaven gehabt, dann wäre ich noch am Leben! Es ist deine Schuld, du räudige Ratte, dass sie mich erstochen haben! Sie haben dich wegen deiner Schulden erstochen! Damit hatte ich nichts zu tun! Komm schon! Du wirst doch nicht auf diese Betschwester hören! Ich weiß genau, wo sie die Karten versteckt hat. Ich sag es dir selbst, sobald du sie rausgeworfen hast. Och nö! Können wir das irgendwie anders regeln? Ich muss darüber nachdenken. Also gut, einer von beiden muss weichen.
Also sprach der Prophet Majoran, du sollst nicht um Geld spielen. Wonach er unverzüglich hinzufügte, denn für mich hast du nichts übrig. Ketzer, sei still. Mit dir rede ich nicht mehr. Nein, nein, ich rede nicht mehr mit dir, alter Schnepfe. Es wäre doch so schön, wenn ihr nicht mehr miteinander reden würdet. Dann hätten wir das Problem hier gelöst. Aber ihr tut es ja nicht. Gott bewahre. So. Ja, jetzt. Im Prinzip haben ja... Ach Gott, ich weiß es ja nicht. Wie soll ich denn jetzt hier rausschmeißen? Ach Gott, ey. Es ist im Prinzip seine Krypta, oder halt seine Familienkrypta, sagen wir es mal so. Nur sie hat es ja, im Prinzip wieder zurückgekauft. Opa, ja, okay, Mitgift ist halt aus ihrer Familie. Ich habe schon gerade gedacht, von wessen Geld? Ist ja wahrscheinlich von seinem, das er nicht mehr hat. Nee, es war ja ihre Mitgift. Er kommt mit. Das ist mir gerade sowieso Wumpe. Du bist also auf die Fromme ganz reingefallen. Mist. Also hör zu. Ich habe ein Anliegen. Sei so nett und bring mich zu der Kammer des Gewinnfreundeskreises von Beauclair. Die ist gleich um die Ecke. Bist du da Mitglied? Das ist der Punkt. Nein, war ich nicht. Ich wäre es aber so gerne gewesen. Und da alle tot sind, stört es doch niemanden. Außer die Geister. Mich jedenfalls nicht. Abgemacht. Wo finde ich den Freundeskreis? In die Katakomben und dann geradeaus. Die Kammer wird recht sein. Am Anfang des Korridors. Ich danke dir. Ich hoffe, er hat es auf der Karte vermerkt. Eieiei. So, was? Tiefer in die Katakomben. Ja, ja. Also los. Ich war gerade verwirrt, wo wir überhaupt hin müssen. So, hier. Das muss die Kammer sein, die Louis erwähnt hat. Privatkammer der ehrenwerten Mitglieder des Quint-Freundeskreises von Beauclair. Mögen Sie stets das Beste ziehen. Privatkammer. Die höchst ehrwürdigen Mitglieder des Quint-Freundeskreises von Beauclair. Das ist es. Ja, aber ob hier... Hier findest du keine Arbeit. Jedenfalls keine bezahlte. Ja, ich will ja nicht... Ich will hier nur einen Geist absetzen. Die Herren suchen wohl auch nach diesem Quint-Club. Was zum verdammten Kuckuck? Wer bist du? Wer schickt dich? So viele Fragen, so wenige Antworten. Oh, ein Philosoph! Schnappt euch den miesen Klugscheißer, Jungs! Eine Krone für jeden dieser Mobs. So, kann mir der Quint-Club hier... Das sollte reichen. Ja. Hier irgendwie das, was aufgehalten haben, bekommen wir da auch was? Was haben wir denn hier? Oder an Quint, oh Gott. Gut, höchste Zeit, dass Margot bezahlt. Von der kriegen wir sowieso bestimmt keine Quint-Karten. Und wenn, ist es ja sowieso egal.
Ich spiele das eh nicht. Blonk. So, so. Erledigt. Wo sind diese Karten? Geh beim Fassbender-Tor aus der Stadt raus, dann rechts. Du erkennst unser Haus unschwer am Baum auf dem Schild über der Tür. Die Truhe habe ich im Garten unter dem Rosenstrauch vergraben. Baum auf dem Schild, Rosenstrauch. Verstanden. Darf ich fragen, was du mit Louis gemacht hast? Er taugt zu nichts als Gwint, aber ich wäre trotzdem froh, wenn er die Ewigkeit nicht im Graben oder auf dem Klo verbringen muss. Keine Sorge. Ich habe ein hübsches Plätzchen für ihn gefunden. Da fühlt er sich wie zu Hause. Wiedersehen. Genau. Hier raus, ne? Genau. Da ist die Tür. Okay, da müssen wir sonst als zweites hin. Nein. Ah, okay, da lang. Okay. Moment, ist das da? Das ist das andere. Ich muss das hier doch irgendwie zusätzlich hier markieren. Bin hier sonst zu verwirrt, wo ich hin muss. Na, wieso kann ich da nicht? Ah, doch. Ach, komm jetzt. Ich hab so ein Brennen und Stechen zwischen den Rippen. Kannst du mal einen von Riva? Hat mir das Pferd geklaut. Von der Hand in den Mund. Und nichts, was ich fürs Alter beiseite legen könnte. Da hinten ist auch noch eine Quest, das habe ich gesehen. Oh, da auch noch. Ja, wir bleiben ja nicht stehen. Ach, hier auch noch. Weitergehen. Die Ausstellung des Denkmals des Reginald Daubry bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Geschlossen? Wir sind den ganzen Tag geritten, um es zu sehen. Man will uns betrügen. Wir haben die Karten schon bezahlt. Wir wollen unser Geld zurück. Die Karten bleiben gültig. Ihr müsst euch nur gedulden, bis die Ausstellung wieder geöffnet ist. Ich hoffe, der ist gleich noch da. Ich würde dann doch gerne zuerst die Quest hier beenden und mir dann neue Quests anlachen. In Toussaint geboren zu sein, heißt unter einem guten Stern geboren zu sein. Okay, das ist nicht der Weg. Wir folgen mal kurz dem Navi. Lang lebe Herzogin Anna Henrietta! Das bedeutet Ärger. Riep. Okay, das ist das Fassbinder-Tor. So, ich muss herumgehen. Rum? Ein Baum auf dem Schild. Das muss das Haus sein. Ja, aber kommen wir da auch rein? Nee, hier ist auch abgeschlossen. Oh gut, dann Geralt. Dann nehmen wir halt. Das Medaillon vibriert. Da stimmt was nicht. Ja, es stimmt halt nicht, dass wir da nicht rein können. Ist überall abgeschlossen. Geralt, dann hier, geh mal über das Ding. Ja, wie kommt man da jetzt rein? Ist auch abgeschlossen.
Ich würde ja gerne hier übers Dach. Aber Geralt lässt mich nicht. Wieso leuchtet das da hinten so rot? Und hier so grün. Macht mir Angst. Das kann ich knicken. Gibt's hier noch irgendeinen Weg? Was? Was war das? Naja, das... Das sieht doch gut aus. Okay, und jetzt brauchen wir... Na, das ist die... haben wir jetzt hier einen Schlüssel für den Garten? Das... Hm, hier nicht. Ja, ja. Genau wie sie gesagt hat. Aha. Und die Gwindkarten, wie versprochen. Naja, aber wo ist dieses komische Blumendings? Okay, hier kommen wir wieder raus. Alles klar. Achso, das ist auch... wo wir eben rein wollten. So, dann können wir hier die... Was ist das hier für ein Geschrei? Passiert doch nichts. Ach, Klappe. Kann man doch nicht mal hier in Ruhe abends durch die Stadt joggen. Naja, okay. Würde sagen, ich mache dann hier an der Stelle Schluss und wir holen uns dann die Belohnung in der nächsten Folge ab. Wie es sieht, erstattet der herzoglichen Wache sofort Bericht. Bis dahin.